Hero basiert auf geschichtlichen Entwicklungen im China des dritten vorchristlichen Jahrhunderts. Zwischen 475 und 221 vor Christus war das Land in die sieben Königreiche Qin, Cao, Han, Wei, Yan, Zhou und Qi gespalten, die untereinander um die Vorherrschaft kämpften. Deshalb nennt man diese Epoche auch Ära der streitenden Reiche. Eine Zeit brutaler Kriege, Leid und Entbehrungen. In diesem Abschnitt der chinesischen Geschichte konnte sich auch ein Feudalsystem fest verwurzeln. In der Verfolgung des Ziels der Vorherrschaft war keiner rücksichtsloser und ehrgeiziger als der König von Qin. Ich habe ein starkes Heer, unendlich viel Land werde ich erobern. Ich werde ein riesiges Reich errichten. Der Monarch war fest entschlossen, alle anderen Königreiche als brutaler Tyrann zu erobern und sie zu kontrollieren. Viele Geschichten gibt es, wie aus ganz China Attentäter versuchten, den König zu ermorden. Hero erzählt eine dieser Geschichten. Der König befiehlt den Helden zu sich! Wie man einen Helden definiert, hängt davon ab, wer man ist. Für mich ist ein Held jemand, der sich auf eine ganz besondere Art und Weise unter außergewöhnlichen Umständen verhält. Das historische Drama um Liebe, Eifersucht, Treue und Intrigen um den ersten Herrscher Chinas wird von dem zweifach Oscar-nominierten Regisseur Zhang Yimou opulent in Szene gesetzt. Die Produzenten von Tiger and Dragon schufen mit Hero ein atemberaubendes Feuerwerk der besonderen Art. I worked with many directors before. Ich habe bereits mit vielen Regisseuren zusammengearbeitet. Jedoch war die Zusammenarbeit mit einem derart hoch angesehenen Regisseur, der sich auf diese Art Drama und epischer Erzählung spezialisiert hat, genau das, was ich immer machen wollte. Zhang Yimou ist ein weltweit bekannter Geschichtenerzähler. Aber für ihn als Filmemacher bedeutete Martial Arts Neuland. Eine Schwertbewegung, die Kraft und Geschwindigkeit, erläutert Zhang die Schwierigkeiten in der Inszenierung von Action, lässt beim Lesen eines Romans genug Raum für die eigene Fantasie. In einem Film aber hat man weniger als eine Sekunde, um diese Schwertbewegung zu illustrieren. Was war so schwierig, das Wort Schwert zu schreiben? 19 Schreibweisen gibt es für das Wort Schwert. Ich wollte etwas anderes. Ich habe ihn um eine 20. Schreibweise gebeten. Jet Li nimmt in Hollywoods Garde asiatischer Martial-Arts-Akteure eine Spitzenposition ein und hat seine Fähigkeiten in einer Vielzahl ihn immer wieder neu fordernder Rollen unter Beweis gestellt. Professionelles Training nahm Li im Alter von 9 Jahren an Pekings Martial-Arts Academy auf. Jet Lis Filme haben weltweit Millionen von Zuschauern in die Kinos gelockt. Die Kunst des Schwertkampfes und die Kunst der Kalligrafie erfordern die Kraft des Handgelenks und des Geistes. In der 20. Variante verbirgt sich der Kern seiner Kampfkunst. Mit vergleichbarem Perfektionismus entwarf Emi Wada, die Zhang Yimou sehr bewundert, die Kostüme. Dafür testete sie nicht weniger als 30 Farben, färbte jedes Muster mit der Hand. Als eine der renommiertesten Kostümdesignerinnen der internationalen Filmszene hat Emi Wada erreicht, was noch keiner Japanerin zuvor oder auch danach gelungen ist. Sie gewann einen Oscar für Akira Kurosawas König Lear-Epos Ran. Sowohl ihre Skizzen als auch die daraus entstandenen Kostüme hat Wada in Japan und im Ausland in Ausstellungen gezeigt und in 3 Büchern dokumentiert. Die Kostüme mögen antik erscheinen, aber sie müssen die Beweglichkeit von Ballettanzügen haben. Der hohe Anspruch an die Geschichte und die Actionsequenzen war auch für die visuelle Gestaltung des Films maßgebend. Jede der 3 Versionen der Story wird von einer einzigen Farbe dominiert. So gibt es eine blau, eine rot und eine weiß akzentuierte Variante der Handlung. Die Ästhetik des Films ist untrennbar verbunden mit dem Plot, erläutert Zhang Yimou. Entscheidend zur visuellen Ästhetik tragen auch die Kalligrafie-Szenen von Hero bei. Die chinesische Kalligrafie ist eine besondere Art der Schriftkultur, die Einfluss auf ganz Asien genommen hat.
Die Schönschreibkunst umfasst zusammen mit der klassischen Malerei die Hauptströmungen der chinesischen Kunstgeschichte. Das Praktizieren von Kalligrafie bringt körperliche und geistige Vorteile, denn sie fördert Disziplin, Geduld und Ausdauer. Deshalb üben auch die Protagonisten in Hero diese Kunstform aus, die die Persönlichkeit eines Menschen formen und dessen Lebensziel verändern kann. Vom künstlerischen Standpunkt ist die Kalligrafie mit der Malerei vergleichbar und ähnlich wie in der Musik kann sie rhythmischen und harmonischen Fluss vermitteln. Eine weitere zentrale und emotionale Komponente von Hero ist die geniale Musik von Tan Dun. Tan Dun hat einen super Job gemacht. Er hat hart gearbeitet und sich wirklich total dafür eingesetzt. Wir haben bei zahlreichen Treffen Ideen ausgetauscht. Musik wertet Film wirklich auf. Tan Dun ist wirklich ein genialer Komponist. Tan Dun, Gewinner des Grawemeyer Award, des angesehensten Preises in der Welt der klassischen Musik, begann seine künstlerische Laufbahn an der Oper von Peking. Er ist Absolvent des Konservatoriums von Peking und führt einen Doktortitel im Fachbereich Musikwissenschaft, den ihm die Columbia University in New York verliehen hat. Seine Musik wird weltweit von allen wichtigen Orchestern gespielt. In Hero stellt Tan Dun mit dem weltberühmten Geiger Itzhak Perlmann die westliche abendländische Musikkultur der asiatischen Klangsphäre der Kodo-Trommler gegenüber und schafft so eine eigene emotionale Ebene der Filmerzählung. Wenn Itzhak Perlmann mit den Kodo-Trommlern spricht, wenn diese 2000 Jahre alten Rhythmen der Trommeln auf den amerikanischen Geiger treffen, diesen westlich-romantischen Musiker mit seiner wundervollen Violine, was geschieht dann in diesem Augenblick? Über welche Dinge werden sie sprechen? Und über welche Dinge sollten sie sprechen? Ich denke, sie sollten über den Helden sprechen. Für die geniale Kameraführung und die suggestiven Bilder von Hero zeichnet Kameramann Christopher Doyle verantwortlich. Bereits viermal erhielt er den Kamerapreis bei den Hong Kong Film Awards. Mit seiner innovativen Kameraarbeit in der Wong Kar-wai-Produktion Ashes of Time erregte er auch internationale Aufmerksamkeit, gewann beim Filmfestival von Venedig den Technikpreis und in Taiwan bei den Golden Horse Awards die Auszeichnung als bester Kameramann. Im Jahr 2000 nahm Doyle in Cannes den großen Technikpreis in Empfang. Gus Van Sant holte ihn nach Hollywood für sein Hitchcock-Remake Psycho. Der Mann, den ich spiele, hat 10 Jahre lang trainiert, um den Tod seiner Eltern zu rächen. Seine besondere Fähigkeit ist, jeden innerhalb von 10 Schritten Entfernung töten zu können. Das wird die tödlichen 10 genannt. Innerhalb von 10 Schritten wird er niemanden verfehlen. Wie viele Schritte sind es bis zu den Büchern? Ungefähr 10. Gut, es sind 10 Schritte. Ich denke, dass 2 Action-Szenen meine Erwartungen wirklich übertrafen. Die eine spielt im Wald mit mir und Zhang Ziyi, eine wundervolle Szene. Die 2. Szene im blauen Farbton ist diejenige von Tony und Jet Li, wenn sie auf dem See miteinander kämpfen. Diese Szene ist wirklich wunderschön. Wie
Jeder Film hat seine eigenen einzigartigen Herausforderungen. Manche Herausforderungen sind sehr offensichtlich, manche nicht. Das Wichtigste für mich ist, das zu übertreffen, was ich vorher schon erreicht habe. Mich zu verbessern, ist vielleicht die größte Herausforderung. Seit Zhang Ziyi bereits mit ihrem ersten Auftritt vor einer Kamera in Zhang Yimous Heimweg Publikum und Presse verblüffte, zählt die Darstellerin zu den gefragtesten Jungstars Chinas. Ihr kometenhafter Aufstieg festigte sich mit Ang Lees Oscar-gekröntem Welthit Tiger and Dragon. Die enorme Popularität von Ang Lees Welthit machte Zhang Ziyi, die sich als hochfliegende, elegante Martial-Arts-Kämpferin mit Michelle Yeoh und Chow Yun-fat akrobatisch auseinandersetzen durfte, auf Anhieb zu einem vertrauten Gesicht für viele Filmfans. Bei den MTV Movie Awards wurde sie schließlich für die beste Kampfszene ausgezeichnet und vom People Magazine unter die 50 Most Beautiful People in the World gewählt. Seitdem hat Zhang Ziyi auch außerhalb ihrer chinesischen Heimat gearbeitet. In Hollywood drehte sie mit dem Komiker-Duo Chris Tucker und Jackie Chan Rush Hour 2. Deshalb ist die mentale Herausforderung größer als die physische. Es ist unwichtig, wie viele Spagate oder Purzelbäume ich machen kann. Die für mich unerwartete Szene ist diejenige, in der ich mit dem König im grünen Raum kämpfe. Bevor ich diese Szene drehte, verletzte ich mir in der Szene mit Jet Li und Ching Sui Tung meinen Knöchel. Ich zog mir ein Bänderriss zu. Deswegen war ich sehr beunruhigt, als ich diese Action-Szene drehte. Diese Szene stellt für mich die beste Action-Szene des ganzen Filmes dar. Meine größte Sorge bei den Dreharbeiten war, dass sich ein Schauspieler verletzen könnte. Wenn sich die Schauspieler bei einem Actionfilm verletzen, kann das katastrophal sein. Ich bin froh, dass alles glatt ging. Wir hatten die letzten beiden Einstellungen mit der Hauptbesetzung noch zu drehen. Das Beste war, dass alle diesen Dreh gesund überstanden haben. Hero ist überwältigend, weil er Raum, Zeit und die Gesetze der Schwerkraft überwindet. Ein Gedanken- und Farbenrausch für alle Sinne.